Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Wie ihr bereits am Einspielungsfilm gesehen habt, ist es die nächste Lesung, die 20. heute, zu der ich mich hier eingefunden habe, über Skype, verbunden mit Bruder Viktor und Bruder Michael, die mich begleiten zur Lesung von Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Wir beginnen heute das 10. Kapitel in der 20. Lesung. Also interessant, kann man vielleicht eine Hochrechnung machen, wie lange die ganze Buchlesung in Beschlag nehmen wird bei 25 Kapiteln. Das Kapitel ist getitelt Definitionen und da möchte ich jetzt erstmal meinen Bruder Michael, der an der Grenze mit Niederlande wohnt, begrüßen zu dieser Sendung, der uns heute begleitet, neben Bruder Viktor an der Waterkant. Aber weil der sich noch ein bisschen den Hamburger Hafengeburtstag angucken will, nehme ich erstmal den Michael hier rein. Michael, wo ist denn dein Bild hier? Da ist er. Bitteschön. Hallo Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Anwesenden und hallo liebe Zuhörer an den Rundfunkgeräten, hat man früher zu meiner Zeit gesagt. Ich freue mich heute Abend auf eine weitere Lesung von Herrscher des Bösen. Oder für die, die es ein bisschen einfacher haben wollen, von der miesen Seite. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe das Buch zwar auch in Englisch schon gelesen und verfolgt, aber in Deutsch haben wir ja da doch eine ganz andere Deutungstiefe. Und dann schauen wir mal, inwiefern wir das auch vielleicht in die heutige Zeit so ein bisschen rein interpretieren und rein übersetzen können. Oder? Ja. So sehe ich das. Ja, dann sage ich doch mal Moin Moin an die Waterkant, ne, Bruder Viktor? Moin Moin, ja, hallo. Und ja, schön mit euch verbunden zu sein. Ja, ich freue mich dann auch mit euch die nächste Lesung ja, da begleiten zu dürfen. Und ja, sag dann an der Stelle, Jörg, leg mal los. Ja, ich wollte noch mal kurz, bevor wir jetzt mit der Lesung anfangen, Viktor, kurz darauf eingehen, auf deine wunderbare Übersetzungsarbeit, die du hier geleistet hast, weil du hast zwar von Stefan eine Vorlage für das Buch bekommen, aber mir ist schon deutlich geworden, die abgelaufenen Wochen, wie du dich da noch unglaublich hast reinknien müssen, um diese Basisübersetzung, sage ich mal, in ein Buch zu formen, das auch wirklich lesbar und bearbeitbar ist. Wir hatten letzte Woche, hattest du mir die letzten Kapitel geschickt. Von meiner Seite sind alle 25 Kapitel durch. Ich habe heute Kapitel 10 noch ein wenig angefangen, in das wir jetzt reingehen. Haben wir noch ein wenig angepasst, in das wir jetzt reingehen. Das in der Edition des Buches, wo dann eben auch Links und solche Dinge mit veröffentlicht werden, das angepasst werden kann. Aber hier an dieser Stelle nochmal eben mein Dank an dich für diese wunderbare Übersetzungsarbeit, die du geleistet hast, dass du dem deutschen Christen dieses Buch Herrscher des Bösen von Tapper Saucy zugänglich machst, aufgrund deines unglaublichen Reinkniens in diese Arbeit und mit der, ja, diese Leidenschaft, mit der du das machst auch, dass du also da wirklich Stunde nach Stunde nach Stunde dran sitzt, obwohl du mit deiner Gesundheit, in deinem Gesundheitszustand zu kämpfen hast, dass dir nichts zu schwer ist, dass du das doch auf dich genommen hast. Davon von mir nochmal hier ganz deutlich meine Anerkennung und mein herzlicher Dank an unserem Herrn Jesus Christus. Und jetzt wenden wir uns der Buchlesung zu. Mal eben sehen, dass ich hier noch das richtige Bild nebenbei hochmache. Herrscher des Bösen. So. Dann fangen wir an. Das Buch heißt also Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Das 10. Kapitel fängt an mit einem Auszug hier aus der König-James-Bibel, in der es heißt: Of the children of Asher after their families, of Jimnah, the family of the Jimnites, of Jezui, the family of the Jezuites, of Beriah, the family of the Beriahites. Die Jesuiten können also mit anderen Worten selbst behaupten, sie stehen in der Bibel drin. Auf Deutsch übersetzt ist das aus Numbers, also das 4. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 44, was wir gerade gelesen haben. In Deutsch heißt es, die Söhne Assers nach ihren Geschlechtern waren Jimna, von ihm kommt das Geschlecht der Jimnaiter, Jeschwi, das ist in Englisch halt Jesui, Jeschwi, von ihm kommt das Geschlecht der Jeschwiter, und Beria, von ihm kommt das Geschlecht der Beriiter. In Englisch stehen die Jesuiten in der Bibel. Was sie selber von Englisch heißen oder wie englische Wörterbücher das Wort Jesuit uns erklären, darüber werden wir jetzt in dem Kapitel Nummer 10, Definitionen, mehr von lernen. Der Autor sagt, die Bezeichnung Jesuit wurde erstmals im Jahre 1559 offiziell für ein Mitglied der Gesellschaft Jesu verwendet. Der Ursprung kam jedoch nicht von der Gesellschaft selbst, sondern von Außenstehenden. Ob höhnisch oder respektvoll gemeint, ein Jesuit scheint beseelt worden zu sein.
Wir finden in der Bibel, wie gerade eben gelesen, 4. Buch Mose 26, 44, die Erwähnung von Jesuiten, aber nur im Englischen. Diese Jesuiten waren die Nachkommen von Jesui, dessen Name in Hebräisch Yeshvi lautet und Ebene, also Level im Englischen bedeutet. Gewiss haben Jesuiten versucht, die protestantische Bedrohung zu egalisieren, auf einen Level, auf eine Ebene zu bringen, glatt zu streichen. Ja? Die Erhöhungen dort rauszunehmen, mit denen der Protestantismus sich eben unterscheidet von der Falschlehre des Romanismus. Jesui war ein Urenkel Abrahams. Sein Vater war der israelitische Stammeshäuptling Asser, was glücklich heißt. Im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 49, 20, steht geschrieben von Asser: Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Ich habe mich immer gefragt, warum es in Deutschland diese eine Musikgruppe heißt, die Fettes Brot heißt, weil ich habe nie verstanden, was fettes Brot eigentlich bedeutet. Es kommt, wie so viele Dinge, die wir oftmals nicht mehr verstehen, weil wir den Bezug nicht mehr haben, aus der Bibel. Wie zum Beispiel, hier sieht das ja aus wie bei den Vandalen. Oder, was soll das Tohu Wabohu hier? Na? Als Gott die Erde geschaffen hat, in einem der ersten Verse in Genesis, stand geschrieben in der deutschen Bibel, und die Erde war wüst und leer. Das ist im Hebräischen das Wort Tohu Wabohu. Das weiß aber auch heutzutage keine Seele mehr. Also im ersten Buch Mose wird dessen Nachkommenschaft, die von Jesui, göttlich prophezeit, dass sie königliche Leckerbissen hervorbringen werden. Was bedeutet das denn? Königliche Leckerbissen hervorbringen heißt, ihren einzigartigen privilegierten Zugang zu den Gedanken und Willen der Herrschenden hat es den Jesuiten zweifellos ermöglicht, die Könige dieser Welt zu verzaubern. Ja? Es geht um die Nachkommenschaft. Also, Jesui bringt Könige hervor, so heißt es in der Bibel. Und natürlich haben die Jesuiten kein Problem, sich damit zu identifizieren, was nicht heißt, dass sie natürlich zurückgehen auf diesen Stamm. Das will ich damit nicht gesagt haben. Michael, habe ich richtig gehört, dass du dich räusperst für einen Kommentar? Ja, die Hupe funktioniert gerade nicht. Ja, schade, die höre ich immer so gerne. Ja, ich musste noch mal laden irgendwie. Noch kurze Anmerkung zu fettes Brot, dass ja vielleicht auch mal so ein bisschen die Lesung vielleicht ein bisschen auflockert für unsere etwas jüngeren Zuhörer. Es gibt von fettes Brot einen interessanten Song, der heißt Jein. Und in diesem Song Jein gibt es eine Textzeile. Da will ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren, sondern ich lasse sie halt einfach mal auf euch wirken. Und zwar heißt die: Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter, Engel links, Teufel rechts. Nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Halt, der will dich linken, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas SCH... ist und Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen, und ob ihr's glaubt oder nicht, mir geht es recht beschissen. Und während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein. Da gibt's eine interessante Textstelle in der Bibel, die ich jetzt so schnell live hier nicht finde, wo drauf steht: Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Ja, alles andere ist von übel. Da geht es um den Schwur, dass man eben keinen Eid ablegen soll, ja. Ja, das steht, glaube ich, in Timotheus und im Evangelium von Matthäus, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall in einem von den vier Hauptevangelien. Ja. Und das ist einfach ein Zeitzeugnis, dass die Leute halt alles haben wollen, um jeden Preis, auch den Preis ihrer Seele. Und insofern finde ich das schon ein interessantes Textdokument, wobei mir das Lied immer ganz gut gefallen hat, aber ich später mal festgestellt habe, das ist ja genauso viel wie viele andere Textstellen von interessanten oder von bekannten deutschen Bands, zum Beispiel Rammstein, Will kein Engel sein und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel extrem Negatives, was da auf unsere Jugend und auf uns selber losgelassen wird. Ich wollte es halt einfach nur mal anmerken zu dem fetten Brot, dass mir da speziell dieses Lied Jein im Augenblick ziemlich sauer aufstößt. Deswegen muss ich mir jetzt hier irgendwie so einen Alka-Seltzer irgendwie organisieren und gebe mal weiter an dich. Ja, ist schön, dass du das erzählst, Michael, weil ich kannte zwar die Musikgruppe Fettes Brot vom Namen her, habe aber nie ein Lied von denen gehört, habe überhaupt keine Ahnung, welche Musik die machen oder wofür die stehen. Von daher bin ich dankbar für deine Erklärung hier. Und gerade diesen Text
Den könntest du ja vielleicht, hast du den vor dir stehen im Computer, dass du den vielleicht nachher in den Text hier in Skype nochmal vielleicht reinkleben kannst. Dann kann ich den ja vielleicht auch nochmal den Leuten zeigen. Klar. Geht das? Kommt. Kannst du es jetzt machen, ja? Ja. Ist ja super. Dann zeigen wir den Leuten den Text eben nochmal. Das ist ja wirklich ja, ziemlich vielsagend, was er da sagt in dem Text. Von daher schauen wir uns das nochmal kurz an. Achso, das ist ein Link. Okay. Da muss ich ja Skype nicht so groß machen. Dann geht das ja hier. Machen wir mal kurz den Internet Explorer auf. Und dann sagt er hier, Jein von Fettes Brot. Was hast du jetzt gerade gelesen hier? Da musst du etwas nach unten scrollen und aufmachen. Das kommt in der zweiten Strophe. Nein, nein, du bist schon richtig oben, aber du musst halt nur dieses Fenster genau. Achso, das hier, ja, okay. Richtig. Okay. So ungefähr in der Mitte. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ja, noch eine Strophe. Moment. Weiter. Ja, genau, du bist da, genau. Genau, du bist da. Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Genau. Engel links, Teufel rechts. Das zum Beispiel finde ich schon mal in der Hinsicht interessant, auch wenn wir jetzt ist verkehrt rum, von der Lesung. Ja, weil die Schafe sitzen an der rechten Gottes und die Ziegen sitzen an der linken. Ne? Richtig. Ich wollte jetzt nicht alle überfordern direkt mit den Lyrics hier. Aber nein, ist klar, wer zur rechten Gottes sitzt und spricht recht. Ja. Deswegen ist immer ganz witzig, wenn heutzutage uns die Politiker oder wer auch irgendwelcher Meinungsmacher oder Influencer ist, uns dann erzählen von wegen, ja, es gibt Rechtsradikale. Ja, dann war wahrscheinlich Jesus Christus einer davon. Oh ja, ganz sicher. In deren Ansicht, ja. In der Ansicht dieser Welt war Jesus Christus ja ein unrechtmäßiger Herrscher, weshalb er Justrum Neger Ricis Impius ans Kreuz genagelt werden durfte, um dafür zu sorgen, dass er aus dieser Welt scheidet. Ne? Engel links, Teufel rechts. Nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Um dich von solchen falschen Entscheidungen zu behüten zum Beispiel? Der einzige Freund, der wirklich zählt, Jesus Christus zum Beispiel? Halt, der will dich linken, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas ist und Lügner stinken? Oh oh. Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Ja, und wer läuft damit? Der Papst, ne? Der sich erhebt zum Gewissen der Menschheit. Gorbatschow hat es damals gesagt, als er seine Frau Raisa dem Papst vorgestellt hat. Er hat gesagt, Raisa, hier stelle ich dir vor die höchste moralische Autorität dieser Erde. Und er hat sie an Papst Johannes Paul II. Vorgestellt. Ob ihr es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Und während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich meine jein. Soll ich es wirklich machen oder soll ich es lieber oder lasse ich es lieber sein? Ja, man sollte jetzt natürlich nicht den ganzen Text durchlesen, aber es ist schon interessant, wie man auf so eine kleine Note in der Buchlesung Herrscher des Bösen hier auf einmal auf solche Sachen kommt. Ne? Fettes Brot und man kommt auf so einen Text und man sieht auf einmal, und das ist eigentlich das Interessante daran, das ist eigentlich das, woran wir uns ja ein wenig festhalten sollten an dieser Lesung. Wir sehen, wie Dinge aus der Bibel genommen und aus dem Kontext herausgeholt werden, einfach lose in den Raum in unserer Welt hier gestellt werden und aus dem Kontext heraus ihre Bedeutung verlieren und dann mit Gnostizismus, mit Kasuistik und Sophistik, über die wir auch gleich noch sprechen werden und über die wir ja schon gesprochen haben, die Dinge in der Welt auf eine Art und Weise dargestellt werden, wie sie Gott niemals gemeint hat. Aber es ist halt so, selbst der Teufel zitiert die Bibel, wenn es ihm zum Vorteil gereichen kann. Ja? Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und ich finde es ein noch besseres Beispiel, dass wir verstehen aus dem, was wir gerade eben gelesen haben. Danke, Michael, dass du uns das hier gebracht hast. Wir verstehen dann noch mehr draus, dass diese Musikgruppen, die berühmt sind, also nicht jemand, der sich mit seiner Freizeit mit 3-4 Leuten trifft und vielleicht ein bisschen in seinem Keller musiziert und das ein Leben lang macht und damit kein Geld verdient und keine große Berühmtheit erlangt, aber dass diejenigen, die Berühmtheit erlangen, auf einmal willentlich oder besser gesagt wissentlich oder unwissentlich die Bibel verhöhnen
und die Lehre der Bibel verhöhnen, weil genau das ist, was Fettes Brot mit seinem Lied macht, soweit wie wir den Text jetzt auf diese kurze Art und Weise interpretiert haben. Ja, die Frage ist jetzt nur, ob wir den Leuten jetzt Recht oder Unrecht tun, denn wir wollen ja keinen verurteilen, wir wollen ja nur auf die Falschlehre an sich hinweisen. Deswegen habe ich ja gesagt, wissentlich oder unwissentlich, ja, Michael. Ja, genau, genau. Wir können ja nicht ermessen, ob die Leute beispielsweise überhaupt jemals die Bibel gelesen haben und sich einfach nur zum Handlanger machen, zu Empfindungsgehilfen und da einfach sich quasi da so ein bisschen Hilfe geholt haben. Und wie gesagt, also ich möchte jetzt da keinen in irgendeine Ecke stellen, aber es ist halt schon sehr interessant, wie alles umverdreht wird, dass halt die eben nicht das Halten der Gebote oder der Gesetze, beispielsweise das eigentliche vorletzte Gebot, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, ja hier auch aufgehoben wird, indem da in der Textzeile steht, nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Ja, ja, und selbst wenn es nicht um die Frau eines anderen geht, dann geht es immer noch darum, dass Jesus Christus selbst gesagt hat, wenn du eine Frau nur ansiehst und begehrst sie, dann hast du schon Ehebruch begangen. Ne? Mhm. Ja. Deswegen ist jetzt Fettes Brot nur ein Paradebeispiel dessen, was halt ein Agenda auf die Menschheit losgelassen wird. Und wo du eingangs sagtest, dass es da verschiedene jesuitische Strömungen gibt, beziehungsweise Jesuiten selber schon, ja, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Du hattest am Anfang gesagt, von wegen Hindus und Buddhisten alle betrogen. Es geht ja im Prinzip viel weiter. Die Leute kriegen ja heutzutage religiöse Inhalte und dogmatische Inhalte frei Haus geliefert, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt einen religiösen Bezug dazu herzustellen. Das war aber in der vorigen Lesung, dass ich das gesagt habe. Da kannst du mal sehen, wie gut mein Langzeitgedächtnis funktioniert. Ja, und aber das hilft den Leuten ja nicht in dieser Lesung. Die wissen ja nicht, wovon du sprichst. Die kennen auch Justum Necare Regis Impius nicht. Also von daher, gut, ich gebe es mal weiter an dich. Doch, wir haben den Eid der Jesuiten doch hier besprochen. Ja, das war ja schon ein paar Tage her. Ja, ja, okay, aber das ist in derselben Lesung. Aber du hast gerade was eingeholt aus der neuen Lesung von James Edgar Whitey. Okay. Bevor wir jetzt hier in ein Argument übergehen, ich will nur noch eins dazu beitragen. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Diplompsychologin gesprochen. Und ich habe sie speziell auf Yoga angesprochen. Und dann sagte sie zu mir, in der kleinen Konversation, die wir hatten, sagte sie zu mir, ja, das ist super toll, das ist total entspannt. Und ohne, dass ich es weiterfragen musste, sagte sie zu mir, ja, aber, habe ich sie dann gefragt, ja, wie sieht ihr denn aus? Sind Sie denn so wirklich da so im Hinduismus unterwegs und so? Da hat sie gesagt, nein, bin ich nicht, aber letztens habe ich meditiert und das war so toll. Das ist wie eine Gehirnwäsche. Und da habe ich mir gedacht, boah, super. Ich weiß, was die Frau macht, aber die Frau weiß nicht, was ich mache. Und ich habe einfach nur zugehört und halt einfach erfahren, dass halt jemand mir völlig frank und frei zugegeben hat, dass Meditation wie eine Gehirnwäsche wirkt. Und da sind wir auch dann wieder bei den spirituellen Übungen vom Ignatius de Loyola und den Jesuiten, die das halt an ihre ganzen Schüler da weitergeben. Das ist nichts anderes als eine Gehirnwäsche. Perfekte Überleitung, Bruder. Victor, hast du da auch einen Kommentar zu? Nö. Also an sich nur, würde mir jetzt nur einfallen, also man kann das natürlich dann auch nur so einen Text dann auch entschlüsseln, wenn man natürlich die Bibel kennt, ne? Klar. Das hilft, ja. Ohne das Wissen der Bibel ist natürlich, kann man damit jetzt auch nicht so in das Detail reingehen, ne? Naja, das war ja das auch, was mir aufgefallen war, ne? Ich las von diesem Text Fettes Brot in dem Buch, ne? Von Asser, Fettes ist sein Brot. Und da fiel mir ein, dass ich eine deutsche Musikgruppe kenne, die heißt Fettes Brot. Von der Musik selber noch nie gehört. Aber so ist es eben, dass man diese Links legen kann. Ne? Wie ich gerade eben angeholt hatte, diese Worte Tohu Wabohu, Vandalen und was weiß ich nicht alles. Ausdrücke, die wir in unserem Leben heute gebrauchen, ohne drüber nachzudenken, die aber einen biblischen Ursprung haben. Und die, weil uns der biblische Ursprung gar nicht mehr richtig bekannt ist, im Grunde dazu führen, dass wir die Bibel verhohlepiepeln. Ohne es selbst zu wollen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich will auch gar nicht hier fettes Brot anklagen, wie Michael auch gerade gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob die das wissentlich oder unwissentlich tun, aber sie tun es. Ja? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ne? Ja, bitte. Vielleicht wussten sie es da noch nicht, aber spätestens von 1998, wo die eine Single rausgebracht haben, die hieß Viele Wege führen nach Rom. Und im Jahre 2001 haben die dort tatsächlich ein Lied gebracht, das wirklich heißt Schwule Mädchen.
Spätestens da wird es dann irgendwie doch ziemlich geschmacklos. Ne? Also ich denke, irgendwann sind die Leute wirklich da emotional völlig skrupellos. Und man hat ja damit, man macht ja damit auch Menschen irgendwo nieder, ne? Mit so einen Texten. Und man erhebt sich ja dann auch über andere, ne? Indem man dann halt jemanden so völlig, völlig sinnbefreit irgendwo anklagt, ne? Schwule Mädchen, ich meine, das ist ja weder eine Anklage für einen Schwulen, also für einen Homosexuellen, für einen Sodomiten. Ich muss ja aufpassen, wo ich gerade rede, in welcher Lesung ich gerade bin hier. Und auch für die Frauen selber, ja. Das, ich meine, ist ja alles irgendwo reduziert auf ein Objekt und nicht mehr auf einen Menschen, wenn ich in einem Songtext sage, nimm dir die Frau, sie will es doch auch, ja, also wie eine Ware angepriesen. Ne? Gar nichts Emotionales. Es ist beinahe ein Aufruf zur Vergewaltigung. Ja, stimmt. Ja. Und das nächste Single von denen heißt dann Bettina, zieh dir bitte etwas an. Also ich höre jetzt auf damit, aber die Diskografie der Gruppe spricht nicht gerade für die Bibeltreue oder halt für eine moralische Instanz. Okay. Gut. Ja, dann gehen wir mal weiter in dem Buch, ne? Also Jesui war ein Urenkel Abrahams. Sein Vater war der israelitische Stammeshäuptling Asser, was glücklich heißt. Im ersten Buch Mose wird dessen Nachkommenschaft göttlich prophezeit, dass sie königliche Leckerbissen hervorbringen werden. Ihren einzigartigen privilegierten Zugang zu den Gedanken und Willen der Herrschenden hat es den Jesuiten zweifellos ermöglicht, die Könige dieser Welt zu verzaubern. Wie haben sie einen einzigartig privilegierten Zugang zu den Gedanken und Willen der Herrschenden dieser Welt erreicht? Dadurch, dass sie sich als Beichtväter aufgeschwungen haben und sie immer die Beichtväter der Regierenden gewesen sind von Anfang an. Und so haben sie immer die Macht in den entsprechenden Ländern übernommen. So haben sie den Orient infiltriert, so haben sie Südamerika infiltriert, so haben sie Europa infiltriert. Und das kann man alles wunderbar nachlesen, unter anderem in dem Buch von Karl Theodor Griesinger. Und sein Buch über die Jesuiten, das ja erschien 1866, was ich auf meinem Zweitkanal lese. Bei der Erfüllung ihrer biblischen Prophezeiung scheinen sich die Jesuiten jedoch von Leuten zu distanzieren, die die englische Sprache verwenden. Das enttäuscht Ignatius jedoch nicht. Zitat: Hoffen wir, dass die Gesellschaft nie für lange Zeit von den Feindseligkeiten der Welt ungestört bleibt. Ende Zitat, schrieb er einmal. Amerikas erstes indigenes Wörterbuch wurde von Noah Webster zusammengestellt und 1828 veröffentlicht. Jetzt habe ich einige Bilder vorbereitet, aber Websters habe ich nicht vorbereitet anscheinend. Das muss ich dann nochmal eben dabei nehmen. Das habe ich nämlich auch, das Wörterbuch von Webster. Das ist übrigens eins, was ich unglaublich viel gebrauche, weil es eben auch verdammt gut auf die König James bezogen ist. Das kann man online finden, man kann es natürlich auch kaufen, aber ich gebrauche die Online-Version. Amerikanisches Wörterbuch der englischen Sprache von 1828, Noah Webster. Kann ich nur jedem anraten, der es nicht kennt, sich mal anzuschauen, gerade halt im Englischen. Ne? Im Deutschen ist es ja nicht, aber im Englischen. Und das war das erste in Amerika veröffentlichte Wörterbuch. Sein, also von Noah Webster, amerikanisches Wörterbuch der englischen Sprache spiegelt den Platz wider, den Jesuiten in der Meinung einer Öffentlichkeit einnehmen, deren ältesten Bürger die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung hervorgebracht hatten. Webster selbst war übrigens 41 Jahre alt, als die Verfassung ratifiziert wurde. Das Wort Jesuit, wenn man das aufschlägt im amerikanischen Wörterbuch der englischen Sprache von Noah Webster 1828, es ist wichtig, dass wir die 1828er Ausgabe haben. Ja, ich habe da früher schon mal darauf hingewiesen, als wir über Miranda Prausus und der Mirifica gesprochen haben und über andere Dinge gesprochen haben, über den Krönungseid der englischen Könige zum Beispiel, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, die richtige Edition, die richtige Ausgabe zu haben, die richtige Jahrausgabe bestimmter Wörterbücher, gerade in diesem Fall hier, also dieses Wörterbuchs von Webster Noah, weil in späteren Edition die Dinge so vielleicht nicht mehr drinstehen. In der 1828er Edition von Noah Webster steht unter dem Wort Jesuit als Erklärung, Zitat, Mitglied der von Ignatius Loyola gegründeten Gesellschaft Jesu. Eine Gesellschaft, die sich durch ihre List
bei der Verbreitung ihrer Prinzipien auszeichnet. So, jetzt warte ich gar nicht mal groß auf das Tüt-Tüt-Tüt von Michael. Der doch wahrscheinlich gleich tütet von List. Ja, aber da müssen wir doch an die Schlange denken, nicht wahr? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, es ist eigentlich für die Leute, die hier im Kreis zusammenarbeiten, so Business as usual, ne? Also die List... Die List selber deutet ja immer, dass ich über Umwege zu meinem Ziel komme. Und eine Schlange ist ja nun mal halt ein Reptil, was auf den Boden kriecht und auch vor allem ein Reptil, was sich nicht in direkter Bewegung fortsetzt und fortbewegt. Da gibt es ja dieses S von der Schlange und deswegen ist ja auch St der entsprechende Laut. Und dieses St von der Schlange sagt man beispielsweise ja auch, wenn man Psst sagt. Da kann man sich das P wegdenken, ne? Mhm. Und wenn du halt dir anschaust in der Tierwelt, dass die Schlange sich halt anschleicht und Listen gebraucht, um sich dann halt versteckt oder anpasst, als sich eben in der Regel nicht auf direktem Wege jemanden entgegenstellt. Meine Kobra, die sich da aufplustert, vielleicht mal davon abgesehen, aber eine Schlange selber schlängelt sich überall entlang und nimmt nie den direkten Weg. Und deswegen ist es ein sehr interessantes Tier, dass man halt in Bezug zur Lüge oder zur List setzen kann. Und deswegen hat, oder aus vielen Gründen hat sich halt Satan, der auch mit S anfängt, auch in Englischen, Satan, dann auch so eines Tieres bedient, was halt, da gibt es jetzt gnostische Mythen, die ich jetzt hier nicht wiederholen will, aber die ihm dann den Zugang zum Paradies ermöglicht habe. Und diese Schlange, die da vielleicht damals anders ausgesehen hat, ist aber ein interessantes Tier, weil ja schon in der Bibel selber, im ersten Buch Mose, der sogenannten Genesis, das nichts mit dieser Band zu tun hat, da ja schon benannt wird, dass die Schlange listiger war als alle Tiere des Feldes. Und daher kommt eigentlich schon in den ersten paar Seiten der Bibel diese List vor und diese List ist da halt einfach ein Mittel zum Zweck. Und deswegen kann man diese List dann auch mit den Jesuiten in Verbindung bringen, wo der Zweck die Mittel heiligt. Ne? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann ist halt jedes Mittel zum Zweck auch recht. Jetzt gebe ich gerne weiter, ohne Hupe. Eine Jesuitin ist im Prinzip ein weiblicher Jesuit. Und unter jesuitisch, also das Adjektiv, lesen wir, in Bezug auf die Jesuiten oder ihre Prinzipien und Künste. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist, jesuitisch steht für intrigieren, Hinterlist, Doppelzüngigkeit und die Wahrheit verdrehen. Auch schlau oder clever. Ja, Michael. Doppelzüngig ist jetzt wieder eine interessante Allegorie. Ja. Denn wenn wir uns halt einfach wiederum die Schlange als Tier vorstellen, dann nimmt die Schlange, jetzt muss ich in der Biologie nachschauen, aber die nimmt auf jeden Fall ihre Umgebung mit dem Züngeln wahr, also mit dem Ausfahren der Zunge. Ja, das stimmt. Das ist ihr Orientierungsorgan, wie bei uns zum Beispiel die Augen. Ja, genau, da kann man also auch dann, wo sie kann, dann wohl aufgrund der Zunge, vermute ich jetzt mal, ohne jetzt in der Biologie jetzt die absolute Leuchte zu sein, die Richtung beispielsweise bestimmen, aus deren Geruch dann kommt und solche ganzen Sachen. Es geht sich für mich jetzt halt einfach um diese Doppeldeutigkeit. Diese Hinterlist ist ja noch eine Steigerung. Das heißt, ich habe eine List, die ich dann aber auch nicht auf direktem Wege dann ausübe, sondern wo ich mir ein ganzes Konzept mache. Und da wären wir ja eigentlich auch wieder beim Jesuitismus, der verschiedene Stufen hat und auf dieser halt Basis arbeitet, dass in militärischen Basis arbeitet, dass eben nicht jeder alles wissen muss, sondern jeder nur das wissen darf, was zur Ausübung seiner Funktion unbedingt notwendig ist. Und diese Hinterlist, diese Doppelzüngigkeit, das ist interessant, das gibt es in vielen anderen Kulturen auch. Wenn man sich jetzt mal an die alten Karl-May-Bücher erinnert. Genau. Ja, dann der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge, ne? Ja, genau. Ja, das ist eben genau das, dieser Jargon, der ja damals, muss man sich überlegen, die Bücher von Karl May sind ungefähr geschrieben worden. Da war er in Haft gewesen, der Karl May, 1800... Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Ja, 1848 ist er, glaube ich, geboren, 1912 ist er gestorben, am 30.03., glaube ich. Ich habe nämlich eine ganze Biografie von ihm zu Hause hier. Ich meine so um die 1870 bis 80er, bis 85er um die Ecke. Und das ist jetzt 150 Jahre Pi mal Daumen her.
Und er hat ganz viele Informationen über die Indianer gehabt, weswegen ich gar nicht weiß, woher die gehabt hat. Aber dieses Doppelzüngige steht halt einfach eben genau für diese Geschichte, dass man zwei Sachen damit sagt. Und damit sind wir bei dieser Kasuistik der Jesuiten. Oder wenn man das noch weiter spinnen will, bei einer exoterischen und bei einer esoterischen Lehre. Nach außen hin bin ich der freundliche, unbescholtene Priester oder Pfaffe. Und nach innen bin ich dann derjenige, der dann die Fäden zieht und die Menschen manipuliert. Und wenn jemand eben mangelndes Wissen hat, weil ich eben den Zugang zur Bildung versperre oder den Zugang zum Wissen versperre, dann kann der oder diejenige ja auch nicht vernünftig entscheiden. Und deswegen ist ja diese Hinterlist besonders heimtückisch und besonders gefährlich, weil der andere dann dazu verführt wird, irgendeine Aktion zu machen, ohne zu wissen, was er da überhaupt tut. Im besten Wissen und Gewissen sozusagen. Und das ist das, was beispielsweise da Eva verführt wurde mit einer Hinterlist, in dem ihr versprochen wurde, oh, ihr werdet gewiss nicht sterben und ihr werdet sein wie Gott. Und das ist eben führt eben immer genau darauf zurück. In der Bibel heißt es, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Und die Gegenseite arbeitet eben mit List und Tücke, mit Heimtücke, mit gespaltener Zunge. Und gespaltene Zunge, wie gesagt, gibt es im Indianerjargon, beziehungsweise bei Kai-Mai zumindest schon. Also es ist zumindest im Deutschen selber ein sozusagen geflügelter Begriff dafür, dass man nicht die Wahrheit spricht, sondern dass man halt mit in verschiedene Zungen zur Verfügung hat, wo man jedem das erzählt, was er gerne hören will. Tröt, tröt, tröt. Jetzt will ich doch mal eben ein Wort dazwischen kriegen. Ja, Moment, ich kann ja eine basteln. Moment. Nee, jetzt mal im Ernst. Karl May hat also gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelebt und diese Dinge über die Indianer geschrieben. Okay? Genau. Ich will gar nicht mal sagen, dass die Indianer tatsächlich damals gesagt haben, dass der weiße Mann mit gespaltener Zunge spricht. Ich gehe mal jetzt von folgender Sache aus. Karl May ist ja ein Deutscher ursprünglich, wenn ich mich richtig... Ja, der kommt aus Radebeul in Sachsen. Genau. Bin ich also richtig drüber informiert, ja? Die Jesuiten waren auch immer stark in Deutschland. Und die Jesuiten sind die Ersten, die in Paraguay mit den Reduktionen den Kommunismus in Südamerika aufgebaut haben. Und sie haben das getan, dadurch, dass sie in Paraguay einen Gottesstaat errichtet haben. Und die Ureinwohner von Südamerika nennen wir ja mehr oder weniger, genau wie die Ureinwohner von Nordamerika, auch Indianer. Und die Jesuiten sind da hingegangen und haben ihnen ein falsches Evangelium gelehrt. Weil die Jesuiten vertreten die römisch-katholische Kirche und die römisch-katholische Kirche lehrt ein anderes Evangelium als das wahre Evangelium der Bibel und spricht von daher mit gespaltener Zunge. Wenn also jetzt Karl May in seinen Büchern im Grunde diesen Verweis macht, der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge, könnte das nicht eine versteckte, von ihm durchaus wissentlich eingearbeitete Anklage über die Jesuiten sein, die ja den amerikanischen Kontinent sich untertan gemacht haben, Michael? Du wirst es nicht glauben, aber es gibt ein Gedicht von Karl May, das heißt Der Jesuit. Das habe ich noch nie von gehört. Ja, eben. Ich habe es jetzt auch gerade hier panisch im Zehn-Fingersystem versucht, ganz schnell zu finden und es ist mir geglückt. Es gibt also tatsächlich ein Gedicht von Karl May. Zumindest sehe ich es gerade auf einer Karl-May-Seite. Ich kann im Augenblick, aus der Posse die Pantoffelmühle 1864. Da gibt es, das ist ein Gedicht. Kannst du es teilen über Skype hier? Ja, ich bin dabei. Moment. Ich muss erst mal gucken, wie es geht. Teilen, beginnen. So, jetzt also, ja, du kannst auch deinen Schirm teilen, ja, das kannst du auch machen. Gut. So, sieht man irgendwas? Ja, ja, wir sehen deinen Schirm. Also, das ist jetzt hier ein jesuitisches Gedicht von Karl May. Ich kann es gerne mal vorlesen, da kannst du deine Stimme vielleicht ein bisschen schonen. Ich bin im Augenblick so verzaubert, wo der Heilige Geist uns heute hinleitet mit dieser Lesung. Das ist einfach nicht mehr normal. Ja, ne? Ja, ich finde das wunderbar. Bitte, Michael, bitte. Es schleicht ein Fuchs aus seinem Bau, um Beute sich zu holen. Weil er das Licht zu scheuen hat, treibt er sein Werk verstohlen.
ein gleißender Pelz, doch ein Herz voller Gier, so windet er lechzend sich durchs das Revier. Und wo eine Seele vertrauensvoll ruht, da stürzt er sich auf sie und fordert ihr Blut. O, flieht diesen Fuchs und weicht ihm aus und fürchtet seinen leisen Schritt. Er ist sein allerschlimmster Feind und führt den Namen Jesuit. Es huscht ein Marder auf den Ast und duckt sich ins Gezweige und lauert, ob die Beute kommt, die er im Sprung erreiche. Es glüht in den Augen ein blutiger Schein, es zucken die Krallen und biegen sich ein. Es schnellt sich hinab, ein tödlicher Schrei. Die Tat ist geschehen, ein Leben vorbei. O, flieht diesen Marder, weicht ihm aus und fürchtet seinen leisen Schritt. Er ist dein allerschlimmster Feind und führt den Namen Jesuit. Es hat ihr feines Netz gebaut, die Spinne in der Ecke, und eine Höhle angeklebt, in der sie sich verstecke. Wohl scheinet das seidne Gewebe so zart, als sei es vollkommen unschädlicher Art. Doch wehe, es zittert, ein Fanges geschehen, verloren die Fliege, ehe sie sich's versehen. O, flieht diese Spinne, weicht ihr aus, wo euch ihr Netz entgegentritt. Sie ist sein allerschlimmster Feind und führt den Namen Jesuit. Es kommt mit freundlichem Gesicht ein Mensch in deine Nähe, von dem du meinst, dass all sein Tun zu deinem Wohl geschehe. Er duftet von Weihrauch, er streichelt so mild, es träuft ihn von biblischen Sprüchen der Mund, doch hinter der Maske knurrt heimlich der Hund. Flieh diesen Schurken, weich ihm aus, der dich umgarnt, auf Schritt und Tritt, er ist dein allerstimmster Feind und führt den Namen Jesuit. Ich kann mein Mikrofon nicht ausschalten heute. Ich habe das mit dem ich sitze die ganze Zeit ungläubig, mich zu verwundern. Was doch für eine wunderbare Lesung wir da heute angefangen haben, Bruder. Das ja. ist ja nicht mehr normal. Also ja. gut, ich teile jetzt meinen Schirm wieder. Ja, genau. Also wirklich, da kann man mal sehen, wo Live-Videos einen zu hinführen kann. Wenn man sich mit den richtigen Dingen beschäftigt und wenn man einfach nichts vorher skriptet, was man macht, sondern wenn man den Heiligen Geist leiten lässt. Und das ist genau das, was wir hier tun. Und er leitet uns von der einen Wahrheit in die andere. Ich schwöre nicht, weil das darf ich ja nicht, aber ich kann euch versichern, ich habe nicht gewusst, dass Karl May ein solches Gedicht geschrieben hat. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich heute Abend sagen werde, dass er vielleicht, weil er sagt, der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge, das auf Jesuiten zu überschreiben. Das habe ich vorher alles nicht gewusst. Das passiert hier live so in diesem Augenblick, wie wir das sagen. Michael hat sich genauso ja. wenig vorbereitet wie ich. Nee, also das ist wirklich nicht. Mal ganz, ganz deutlich, dass man sieht, wie diese Sendungen hier, von wem sie geleitet werden und wer dafür sorgt, dass die Leute am Bildschirm diese Wahrheiten auf einmal erfahren können. Also von meiner Seite aus wird nichts geskriptet. Ich sitze hier einfach mit meinem billigen Headset und versuche halt einfach meine Gedanken laufen zu lassen. Ich komme mir hier so ein bisschen vor wie dieser Orchesterleiter bei Harald Schmidt ab und zu. Ich komme auf den Namen jetzt nicht, der dann immer so Kommentare gegeben hat, früher in der Harald Schmidt Show. Aber es ist wirklich so, wir haben nichts geskriptet, deswegen hier gibt es Versprecher, deswegen gibt es da gibt es ein Räusper, da gibt es Nasekraulen und so weiter. Aber es ist letzten Endes tatsächlich live. Ich habe nichts vorbereitet, absolut nichts. Und das läuft jetzt hier als live und wenn es so weitergeht, dann prima. Aber ja. wir haben wirklich nichts abgesprochen hier, gar nichts. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was Victor seine Meinung zu dem von uns Gesagten ist. Ja, also ich habe auch nichts vorbereitet, ne? Also. Ganz ehrlich. Nee, weiß ich nicht. Karl May erinnert mich immer nur an dieses da im Bad Segeberg da, ne? Wo sie da ihren. Die Karl May-Festspiele, ne? Ja, die Festspiele, genau. Ja, nee. War ich aber auch nie so ein Freund von, fand ich nicht so prickelnd. Aber interessant, dieser Zusammenhang da. Ja, wusste ich auch nicht. Schön, ja, schön. Man darf nicht vergessen, also Karl May ist einer der meistgelesensten deutschen Schriftsteller überhaupt. Und es ging halt jetzt einfach bei meinem Kommentar vorhin um diese Doppelzüngigkeit einfach darum, dass dieser Begriff eben aufgrund dieser Karl May-Romane relativ geläufig ist und auch schon vor 150 Jahren in Deutschland landläufig war. Und da geht es jetzt gar nicht so darum, ob die Indianer das tatsächlich gesagt haben. Es ging mir einfach um den Punkt, dass diese Doppelzüngigkeit oder gespaltene Zunge in dem Augenblick
immer grundsätzlich Lüge heißt und Falschheit bedeutet. Und das ist im deutschen Sprachgebrauch eben schon seit über 150 Jahren alleine schon deswegen bekannt ist, was es bedeutet, weil halt Kamei Abermillionen von Büchern verkauft hat. Ich weiß nicht, wie viel er verkauft hat. Ja, aber gerade eben auch seinen Bezug darauf, eben das auf die Indianer, auf die Ureinwohner des Kontinents von Amerika zu beziehen, ist ja im Grunde das Interessante hier mit bei. Weil die Ureinwohner ja, und deswegen habe ich ja die Reduktion von Paraguay eben angeholt, von den Jesuiten in einen Gottesstaat getrieben worden. Ja, aber du musst noch nicht mal nach Paraguay gehen. Es reicht ja schon, wenn man sich darüber im Klaren wird, dass die Jesuiten unter Verkleidung die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet haben und demzufolge dann die Indianer in Reservate vertrieben haben und einen Großteil der indianischen Population dezimiert, sprich getötet haben. Ja, deswegen lesen wir ja das Buch Herrscher des Bösen. Das geht ja hauptsächlich um die Errichtung der Vereinigten Staaten von Amerika. Ne, ist ja super, wenn man sieht, wie das alles zusammenfällt, ne? Ja, ich brauche ja das. Ja, aber deswegen, Paraguay ist schon ganz richtig als politische Regierungsform sozusagen des Kommunismus. Aber die eigentlichen Indianer, die Karl Mayer beschreibt, sind ja die Apachen. Und das ist irgendwo in, ich glaube, Neu-Mexiko oder so waren die gewesen. Und deswegen halt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen, wir können jetzt beides zusammennehmen. Klar sind das in Südamerika auch Indianer, indianische Stämme gewesen. Aber das ist so, ja, das ist tatsächlich so, dass wir deswegen halt auch jetzt immer diese Verknüpfungen legen und dann halt einfach zeigen, guck mal hier gibt es halt einfach, Geschichte, Leistungskurs, ne, das ist so. Und eben, weil wir eben auch verstehen, dass die Jesuiten ein anderes Evangelium lehren und eben von daher die Indianer ganz recht sagen, dass der weiße Mann mit gespaltener Zunge spricht, weil er eben ein anderes Evangelium als das der Bibel lehrt. Das ist im Grunde der Punkt, auf den wir schlussendlich raufkommen sollten, bevor wir jetzt in der Lesung doch noch ein wenig fortfahren für heute. Aber das finde ich eine sehr interessante Art und Weise, wie welche Richtung diese Lesung hier heute nimmt, muss ich mal eben sagen. Also das war jesuitisch in Bezug auf das Adjektiv oder das Adverb. Und jetzt gehen wir auf Jesuitismus. Da steht in Webster's Dictionary, also das von 1828 hier, Noah Webster's Dictionary, Wörterbuch, die Künste, Prinzipien und Praktiken der Jesuiten. Oder als zweite Erklärung, List, Täuschung, Heuchelei, Ausflüchte. Betrügerische Praktiken, um einen Zweck zu erreichen. Ja, muss ich es wirklich sagen? Der Zweck heiligt die Mittel. 178 Jahre später erschien Websters drittes neues internationales Wörterbuch 1986. Und zeigt uns, wie sehr sich die Sprache verändert hat, aber dennoch das Gleiche meint. Jesuit wird in der 1986er Ausgabe folgenderweise erklärt. Erstens, Mitglied der religiösen Männervereinigung, die von dem heiligen Ignatius Loyola in 1534 gegründet wurde. Natürlich müssen wir das Heilige eigentlich in Anführungszeichen packen, ne? Zweitens, einer, der Intrige oder Zweideutigkeit zugewandt ist. Eine gerissene Person, ein Kasuist. Und das Wort Kasuistik haben wir gerade eben schon gelernt in der ersten Lesung heute Abend von James Atkin Wiley, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist also kein neues Wort, was wir jetzt gebrauchen. Und Kasuistik und Sophistik habe ich euch schon mit bekannt gemacht während der Lesung von Intermirifica und Miranda Prosus in früheren Lesungen dieses Buches. Unter jesuitisch, also dem Adverb oder Adjektiv im 1986er Edition von Noah Webster's Dictionary steht, von oder in Bezug auf die Jesuiten oder den Jesuitismus. Und zweitens, Qualitäten haben, von denen man nimmt es an, dass sie denen eines Jesuiten ähneln. In der Regel sind sie abfällig gemeint. Weil drittens steht hier drin, in der tatsächlichen oder zugeschriebenen Weise eines Jesuiten handeln oder lehren, mit den tatsächlichen oder zugeschriebenen Prinzipien des Jesuiten indoktrinieren. Das ist also meines Erachtens schon viel flüchtiger, diese Beschreibung des Wortes jesuitisch, als wir 1828 hatten, wo wir lesen, intrigieren, hinterlistig, doppelzüngig, die Wahrheit verdrehen. Ja, ist das hier 1986 schon ganz schön abgeschwächt, wenn ihr mich fragt.
Jesuitentum, dazu sagt Noah Webster's Dictionary 1986, Zitat, Prinzipien oder Praktiken, die den Jesuiten zugeschrieben werden, wie die Praxis der mentalen Vorbehalte, also mentale Zurückhaltung, Reservation, Kasuistik und Mehrdeutigkeit. Websters Online-Wörterbuch W.W. Webster, also W.W. Webster 1999, ist besonders aufschlussreich. Hier lesen wir, dass Jesuit bedeutet, Zitat, ein Mitglied der römisch-katholischen Gesellschaft Jesu, die 1534 vom heiligen Ignatius Loyola gegründet und sich der Missions- und Erziehungsarbeit widmet, Ende Zitat, und dass einem Jesuiten, Zitat, eine Affinität zur Intrige oder Mehrdeutigkeit gegeben ist, Ende Zitat. W.W. Webster definiert Intrigieren als Betrügen, Hintergehen, falsch darstellen und anzetteln und sich zweideutig ausdrücken, wie zum Beispiel zweideutige Sprache verwenden, insbesondere mit der Absicht zu täuschen, um zu vermeiden, sich zu verpflichten mit dem, was man sagt. Zweideutige Sprache, nach der gleichen Quelle, ist eine Redeweise, die zwei oder mehr Interpretationen unterliegt und normalerweise verwendet wird, um zu täuschen oder zu verwirren, die von unsicherer Natur oder Gesinnung gegenüber einer Person oder Sprache geprägt ist. Kennzeichen von zweifelhaftem Vorteil, Echtheit oder moralischer Rechtschaffenheit. Der jesuitische Wissenszweig hat die mentalen Vorbehalte, die Kasuistik und die Mehrdeutigkeit zu den hohen Künsten erhoben. Sie werden keine witzigere Verteidigung dieser Künste finden, als in Blaise Pascals Klassiker Pastorale Briefe von 1657, das frei im Internet erhältlich ist. Das habe ich mir dann heute Nachmittag mal rausgesucht. Und jetzt muss ich nochmal eben sehen, dass ich das Richtige finde. Das richtige Bild, Provinziale Letters. Hier, das ist von Blaise Pascal. Das ist eine Ausgabe von 1875. Das wurde aber viel früher geschrieben. Wir sehen 1657. Angeblich an einen Freund geschrieben, berichten die Briefe von Gesprächen, die Pascal mit einem jesuitischen Kasuisten führte. Der Jesuit verteidigt darin seine Künste auf folgende Weise. Zitat. Die Menschen sind heute auf einem solchen Niveau der Korruption angelangt, dass wir unfähig sind, sie zu uns zu holen und deswegen zu ihnen gehen müssen. Ansonsten würden sie uns ganz abschütteln. Und was noch schlimmer ist, sie würden den endgültigen seelischen Schiffbruch erleiden. Um solche Charaktere zu halten, haben unsere Kasuisten die Laster in Betracht gezogen, denen Menschen unter verschiedenen Bedingungen am meisten ausgesetzt sind, mit dem Ziel, Maximen festzulegen, und zwar nicht gegen die Wahrheit zu verstoßen, die zwar nicht gegen die Wahrheit verstoßen, aber so sanft sind, dass nur ein sehr durchtriebenes Subjekt mit ihnen nicht zufrieden sein kann. Das große Projekt unserer Gesellschaft zum Wohle der Region, der Religion lautet, niemanden abzuwehren, lasst alle so sein, wie sie wollen und vermeidet so, die Menschen zur Verzweiflung zu treiben. Ende Zitat. Ich habe mir dann die Arbeit gemacht und habe die provinzialen Briefe von Blaise Pascal im Internet gesucht, runtergeladen und einen Teil übersetzt und den möchte ich euch jetzt eben vorlesen. Auf Seite 194 des Buches lesen wir in der Einleitung zu den Jesuiten Folgendes, und das ist mit Google Translator nur eben in der Eile übersetzt, weil ich nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, also verzeiht mir da eventuell kleine Fehler drin. Sir, nach meinem Versprechen sende ich Ihnen jetzt die ersten Umrisse der Moral, die von diesen guten Vätern, den Jesuiten, gelehrt wurden. Jene Männer, die für Gelehrsamkeit und Scharfsinn ausgezeichnet wurden und die alle unter der Führung der göttlichen Weisheit ein sichererer Führer sind als alle menschliche Philosophie. Sie stellen sich vielleicht vor, dass ich scherze. Ich meine es vollkommen ernst. Oder vielmehr, wenn Sie in Ihrem Buch das Bild des ersten Jahrhunderts so von sich selbst sprechen. Dieses Buch, das Bild des ersten Jahrhunderts, ist ein jesuitisches Werk, das in Belgien entstanden ist. Da wollte ich auch in dem Buch nochmal weiter nachschauen und mir das auch mal besorgen. Wahrscheinlich auch interessant. Aber Blaise Pascal fährt fort und sagt, ich kopiere nur Ihre eigenen Worte und möchte Ihnen jetzt den Rest der Laudatio geben. Zitat, Sie sind eine Gesellschaft von Menschen oder nennen wir sie Engel, vorausgesagt von Jesaja in diesen Worten,
geht, ihr flinken und bereiten Engel. Die Vorhersage ist so klar wie der Tag, nicht wahr? Sie haben den Geist von Adlern. Sie sind eine Herde von Phönixen. Ein verstorbener Autor hat gesagt, dass es sehr viele dieser Vögel gibt. Sie haben das Gesicht der Christenheit verändert. Ende Zitat. Das ist also aus Seite 194 von Blaise Pascal, Provinzialen Briefen. Und das kann man sich im Internet besorgen. Ich habe es halt hier mal einen Teil übersetzt, weil ich das sehr passend fand zu dem Thema, was wir hier vorher schon gelesen hatten. Die jesuitische Moraltheologie braucht also kaum einen Satiriker. Ihr Humor ist in sich geschlossen. Hermann Busenbaum, einer der am meisten verehrten Moraltheologen der Gesellschaft, schrieb wortgetreu das Buch über selbstsüchtige Logik. Seine berühmte Medulla Theologia Moralis, der Kern der Moraltheologie von 1645, wurde mehr als 200 Mal gedruckt und als ein Standardwerk an allen Jesuitenhochschulen im Ethikunterricht gelesen. Von Busenbaum seinem Werk, das es leider nur in Latein gibt, habe ich hier auch ein Foto von. Ich habe versucht, es mir zu besorgen. Ich bin bei deutschen Antiquariaten gewesen, die das Buch in Deutsch angepriesen haben, und bei Nachfrage haben sie zugegeben von nein, das ist ein Druckfehler, das Buch gibt es nur in Latein. Also Hermann Busenbaums Moraltheologie kann man nur in Latein erstehen. Ja? Und die Links darüber, die habe ich hier noch mit reingemacht, so werdet ihr sehen, die könnt ihr euch dann auch downloaden, weil das wird dann auch in der Edition dieses Buches, wenn das Buch dann im Internet erscheint, werden auch diese Links dabei sein und dann könnt ihr da eure eigenen Nachforschungen drüber anstellen. Busenbaum, sagt der Autor, ein Mann mit starken Neigungen, konstruierte eine Zweideutigkeit, also Kasuistik mit anderen Worten, um sich von der Verpflichtung zu befreien, freitags Fisch zu essen. Das ist weiterhin freitags Fisch essen, also dass man freitags Fisch essen muss und kein Fleisch essen darf. Das ist eine weitere Erfüllung des Papsttums als der Antichrist, weil bereits bei Daniel steht darin, dass der Antichrist Menschen verbieten wird, Dinge zu essen, die Gott verordnet hat. Und er tut das unter anderem durch freitags den Menschen Fleisch zu verbieten. Aber welche Kasuistik gebraucht denn jetzt der Moraltheologe Busenbaum, um sich von der Verpflichtung zu befreien, freitags Fisch zu essen, den er wohl nicht mochte oder nicht wollte? Wie auch immer, er sagt, Zitat, freitags darf jeder gute Katholik nur Kreaturen essen, die im Wasser leben. Was es rechtfertigt, eine schöne gebratene Ente zu bestellen. Ende Zitat. Busenbaum demonstrierte hier, wie geistige Vorbehalte es einem Kriminellen ermöglichen könnte, einer Anklage wegen Einbruchs zu entgehen. Haben Sie sich durch das Seitenfenster widerrechtlich Zugang zur Wohnung verschafft? Sicher nicht, antwortete der Angeklagte und rechtfertigt seine Verleugnung mit dem mentalen Vorbehalt, durch das Dachfenster eingestiegen zu sein. Technisch gesehen, jesuitischer Morallehre folgend, lügt er hier nicht. Pater Gury, der Moraltheologie an der römischen Universität lernte, also das ist das Pontificum Romanum, Jesuitenschule in Rom, das ist dieses hier, dieses Bild hier, der billigte in seinem Buch Casus Conscientiae, ja, direkt, 1875, und das Bild sehen wir hier, das ist dieses Werk hier, den Weg einer abtrünnigen Ehefrau, die gerade die Absolution für ihre Sünde von einem Priester erhalten hat. Sie solle geistige Zurückhaltung üben, um ihren Mann zu täuschen. Was jetzt die geistige Zurückhaltung ist, nach Pater Gury, der natürlich sich hier beruft auf Alfonso Liguori, und das weiß niemand besser von unseren Zuhörern hier als Victor, der mit mir die Lesungen gemacht hat zum systematischen katholischen Kindesmissbrauch, wo wir das Buch von Liguori über Robert Grassmann, dieses hier, was wir dann gleich zeigen, gelesen haben. Da gehen wir dann gleich drauf ein, wenn Michael eben seine Bemerkung losgeworden ist. Bitte, Bruder. Ja, und jetzt hast du es gerade leider ausgeblendet. Ich wollte mich da zu dem Satz sicher nicht nochmal eben auslassen. Und zwar besteht die Kasuistik nicht, meiner Meinung nach, nicht unbedingt in dem Dachfenster, sondern in dem Wort sicher. Denn widerrechtlich Zugang zur Wohnung, sicher nicht, kann ja auch heißen, dass er sich ja da halt auch bei verletzt hat zum Beispiel. Also dieses sicher nicht kann ja auch auf dieses sicher sich beziehen, dass er eben nicht sicher durch das Seitenfenster gekommen ist. Verstehst du?
Ja. Ne? Und also die Leute, die halt in den jesuitischen Hochburgen oder in der jesuitischen Position ganz oben stehen, das sind ja keine beschränkten Menschen. Die haben ja bestimmte geistige Fähigkeiten, die denen ja auch durch ihre spirituellen Exerzitien da verliehen worden sind. Und die sind natürlich extrem spitzfindig. Und deswegen wundert es mich nicht, dass gerade in der Politik, wo halt permanent nur Worthülsen da rumgedreht werden, die Leute eigentlich überhaupt nicht verstehen, worum es da gerade geht. Und das ist ja genau die Stärke dann eines Politikers, mit vielen Worten nichts zu sagen oder zumindest so ausgelegt zu werden, dass es für jeden passt. Wenn jemand gefragt wird und sagt, ja, wie sieht denn die Wirtschaft aus? Naja, wir müssen uns vielleicht auf ein kleines Negativwachstum einstellen. Hä? Ja. Solche Sachen, die da halt kommen, wo halt der normale oder, wie das ja sagt, der gemeine Bürger, also, Der Laie. ja, genau, der eben nicht, der eben kein Professor ist, der also nicht zu dem Profess gehört, da überhaupt nicht durchsteigt und erstmal dann erstmal das begreift, was da gerade erzählt worden ist, wenn er es nochmal liest oder wenn die Rede schon wieder vorbei ist und der nächste Satz anfängt. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, dass heutzutage uns ein Trommelfeuer an Informationen abgefeuert wird und wir sind da permanent mit beschäftigt und können die Eindrücke gar nicht verarbeiten und schon kommt die nächste Information. Das heißt, wir können gar nicht die Dinge hinterfragen. Und das ist eigentlich der große Vorteil einer Buchlesung und eines Buchlesens überhaupt, dass man die Dinge nochmal nachlesen kann. Das kann man aber nicht machen, wenn man von gewissen Nachrichtensendern oder Fernsehstationen permanent bombardiert wird, zack, ein Werbeclip, hier noch irgendetwas, da noch irgendwo, hier noch subliminale Nachrichten drunter. Man kann einfach so schnell die Dinge nicht hinterfragen und sortieren. Und ich glaube, genau das ist der Sinn, dass die Frequenz heutzutage sich erhöht. Und diese Frequenz, von der ich rede, ist, schaut mal die alten Filme an, schaut mal die alten Werbespots an aus Ja, da geht es um beispielsweise. Frames per Second, ne? Genau, auf den 50er, 60er Jahren, wo dann halt erstmal die Landschaft eingeblendet worden ist, dann pflügt da so ein galoppiert so ein Pferd rum, dann kommt ein Cowboy ins Bild und der raucht dann eine Zigarette, meinetwegen. Ist jetzt keine Werbung für Zigaretten. Ja, also alles wird langsam aufgebaut. Erst guckt man sich, ja, ah, ist aber schön, ah, tolles Pferd und ja, ein gut aussehender Mann und schönes Wetter. Und heutzutage geht es halt einfach bam, 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 bam. Hier eine Explosion, da irgendetwas, hier Reifen quietschen, da Feuer und hast du nicht gesehen? Und ja, es wird halt einfach auf unsere Kinder und auf die jetzige Generation so viel losgelassen. Die sitzen wirklich mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen vor diesen Zaubergeräten und gucken sich diese Visionen an. Und deswegen heißt es ja auch Television. Und das ist halt einfach der Unterschied, wenn wir hier eine Buchlesung machen oder wenn man überhaupt eine Buchlesung macht oder ein Buch liest, dann kann man sein eigenes Tempo bestimmen. Da kann man auch sagen, gut, Moment, stopp, muss ich nochmal nachlesen, drück die Pause-Taste. Oder man legt sich ein Lesezeichen rein. Und das, finde ich, hat einfach den großen Vorteil. Man kann mit seiner eigenen Verarbeitungsgeschwindigkeit den Sachen folgen und die Sachen aufarbeiten. Das kannst du bei den normalen Medien im Radio, Fernsehen, Internet so einfach nicht mehr. Das ist ein guter Punkt, den du hier bringst, Michael. Den hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen, als wir Intermirifica und Miranda Prausus besprachen, 50 Jahre später. Da sind wir doch, glaube ich, auch drauf eingegangen in der letzten Sendung. Aber ist ja auch nicht schlimm, solche Dinge kann man gerne mal wiederholen und ich finde das sehr schön, dass du das so anmerkst hierbei. Aber ich möchte mit deiner Erlaubnis jetzt doch noch kurz fortfahren, weil wir sind ja schon fast an einer Stunde der Sendung heute angekommen. Aber ich möchte unbedingt noch den nächsten kleinen Teil hier lesen. Das Kapitel kriegen wir heute nicht mehr zu Ende, das machen wir dann nächstes Mal. Aber ich möchte hier nochmal eben darauf hingehen, auf den Satz, den ich gerade eben bereits angeholt habe, dass der Pater Gurry, der billigte in seinem Buch den Weg einer abtrünnigen Ehefrau, die gerade die Absolution für ihre Sünde von einem Priester erhalten hat. Sie solle geistige Zurückhaltung üben, um ihren Mann zu täuschen. Und das ist eine Sache, das hatte ich halt mit Viktor, den ich dann auch gleich ans Mikrofon lasse, besprochen, als wir von Alfonso Liguori, dem seine Moraltheologie, besprochen haben. Da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Auf Flehen ihres Mannes verleugnete sie ihre Sünde. Zitat: Ich habe nichts begangen, was man Ehebruch nennen könnte. Ich habe also keinen Ehebruch begangen. Ende Zitat. Sie könnte ihre Sünde verleugnen, wie ein Täter zu einem Richter sagen kann, der ihn nicht rechtmäßig befragt. Ich habe kein Verbrechen begangen, und fügte dabei geistig hinzu, in solcher Weise, dass ich es offenbaren sollte. Das ist die Meinung von Sankt Liguori und vielen anderen.
Damit möchte ich die Lesung für heute abschließen mit eben zu weisen auf Sankt Liguori. Da haben wir hier ein Buch, das enthält 53 Seiten. Die Jesuiten im Spiegel ihrer eigenen Sexualethik. Auszüge aus der Moraltheologie. Das ist die gottgefällige Lehre. Welchem Gott das gefällt, die Frage kann man sich natürlich immer stellen. Muss man als Protestant aber nicht, wenn wir wissen, von wem es kommt. Von den Sitten des heiligen Dr. Alfons Maria von Liguori und deren Gefahr für die Sittlichkeit und den Bestand der Völker. Wichtig für jeden Deutschen, geschrieben von Robert Grassmann, 1937. Es sind Auszüge, weil das die ganze Moraltheologie von Alfons Maria von Liguori beinhaltet ungefähr 4780 Seiten und sind ganz, ganz wichtig, wie wir dann auch noch in der nächsten Lesung von Herrscher des Bösen lernen werden. Aber da Bruder Viktor mich begleitet hat bei den Lesungen zum systematischen katholischen Kindesmissbrauch, wo wir dieses ganze Buch, alle 53 Seiten von Grassmann über die Moraltheologie der Jesuiten gelesen haben und Viktor mich da begleitet hat, möchte ich zum Abschluss der Sendung heute erst Bruder Viktor und dann Bruder Michael für abschließende Kommentare bitte das Mikrofon erteilen. Ich bleibe auch noch da, aber jetzt ist es euch eben an euch. Bitte, Viktor. Ja, vielen Dank. War eine sehr interessante Lesung und auch mit vielen doch, finde ich, doch Bezug zu dem Ding, die uns ja auch mal irgendwie vielleicht im Laufe des Lebens mal berührt oder mit dem wir mal in Kontakt gekommen sind. Ja, mit der Moraltheologie von dem Liguori hatten wir mehrere Lesungen gemacht. Ich war jetzt nicht immer dabei, die ganze kompletten Lesung, aber du hast sie auch, glaube ich, noch nicht alle jetzt hochgeladen. Ne? Also ich will da jetzt eigentlich auch noch nicht zu weit vorweggreifen. Doch. Ja? Am Wochenende ist die letzte Lesung, die siebte Lesung davon hochgeladen. Ich mache jetzt weiter mit dem katholischen Kindesmissbrauch, indem ich in das nächste Video, das ich hochladen werde, und das erscheint lange bevor dieses Video hier erscheint, weil dieses Video werde ich jetzt auch früher veröffentlichen, habe ich mir gerade vorgenommen. Die nächste Lesung des systematischen katholischen Kindesmissbrauchs Nummer 14 ist der Artikel Schwestern ohne Gnade. Das ist ein extra Artikel von Wir sahen Nonnen Kinder töten, mit dem ich das Buch dann, mit die ersten Vorträge jetzt abschließe. Das sind noch 31 Seiten, das sind also nochmal drei Lesungen wahrscheinlich, die dann noch kommen. Aber das Buch von Liguori ist vollkommen abgeschlossen. Der letzte Teil ist jetzt gestern am Sabbat, den 11. Mai erschienen und da warst du noch mit bei. Das war die siebte Lesung. Ich glaube, du warst bei den ersten zwei nicht dabei und dann bei den letzten fünf, ja, das stimmt, ja. Ja, richtig, dann war das so, genau. Mhm. Ich habe jetzt an sich da jetzt nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Wer sich da in der Tiefe mit beschäftigen möchte, der kann sich dann ja gerne da selbst ein Bild von machen. Passt natürlich nochmal ganz gut jetzt in dem Zusammenhang, wo wir in diesem Kapitel von Herrscher des Bösen über Definitionen ja sprechen, das in dem Zusammenhang auch erwähnt wird. Ja, ist auf jeden Fall dann auch für diejenigen, die das in der Tiefe mal studieren möchten, da sicherlich auch ein guter Verweis darauf hin. Und ich wüsste jetzt an sich gar nicht noch so viel hinzuzufügen, außer vielleicht, ja, dass ich dann doch auf jeden Fall versuche, an der nächsten Lesung teilzunehmen, um doch eventuell diese interessanten, Ausflüge so in die Gegenwart dann auch daran teilzunehmen und eventuell vielleicht auch nochmal was dazu beizutragen, aber hat an sich doch auch heute doch einen sehr unterhaltsamen Charakter gehabt, die Lesung, und an dich dann freue ich mich wieder aufs nächste Mal und dann übergebe ich das Wort an Bruder Michael. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für alle, die da hier mitgewirkt haben und auch hoffentlich einiges mal mitnehmen können. Ich muss jetzt noch mal so ein paar Anmerkungen machen zum Schluss. Ich habe eben gesehen, dass der Jörg ja dieses Buch eingeblendet hat, die Moraltheologie der Jesuiten von Dr. Alfons, also dem heiligen Dr. Alfons, in Anführungsstrichen Liguori. Und ganz oben drüber in dem Buch steht ganz, ganz, ganz dünn sozusagen geschrieben, dieses Buch darf Jugendlichen weder verkauft noch in die Hand gegeben werden. Es geht sich ja da um die Sexualtheologie. Wenn man sich diesen Aufruf aus dem
überlegen, vorletzten Jahrhundert mal überlegt oder im letzten Jahrhundert überlegt, so, dann scheint mir das ja auch mal so eine Sache, dass wir heutzutage unsere Jugendlichen viel zu früh in irgendwelchen sexuellen Gedöns da heranführen. Aber das ist nicht mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist... Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja, deswegen habe ich auch 4 Lesungen dieses Buches ab 18 erst freigegeben. Ja, ja, das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war, ist, dass wir heutzutage unsere Frühsexualisierung haben. Ja, ja, absolut. Das ist der Punkt. Ne? Mhm. Und das ist mir gerade aufgefallen, wo ich dieses Buchcover nochmal betrachtet habe. Ich muss jetzt mal eben hier noch eine kleine Lanze brechen, um halt Ihnen und euch wirklich zu beweisen, dass diese Lesungen live erfolgen und nicht irgendwie geskriptet oder sonst vorbereitet sind. Ich habe nochmal in der Zwischenzeit recherchiert. Karl May ist nicht 1848 geboren, sondern 1842 und hat seine Werke auch nicht in den 1870er Jahren, sondern vornehmlich zwischen 1800, also die bekannten Werke zumindest, zwischen 1890 und 1905 geschrieben ungefähr. Und das dachte ist halt... Ich doch so um die Jahrhundertwende, ja. Ja, ja. Mhm. Und ich habe wohl recht gehabt, in Anführungsstrichen, bei seinem Todesdatum ist 30.03.1912, deswegen immer, ich habe dieses Datum behalten, weil ich immer gedacht habe, guck mal, der ist 14 Tage vor dem Unglück der Titanic da. Ich wollte es gerade sagen. 12. April, ne, war das, glaube ich. 15. Ich glaube, der 13. spielt da auch noch eine Rolle. 12., 13. Ah, jetzt muss ich schon wieder nachgucken. Moment. Aber ich spiele ja gerade hier den Helmut Zerlett von der Harald Schmidt Show. Ich kann mal eben gucken. Also auf jeden Fall April 1912 ist ja schon mal wohl richtig. Ja. Aber das Schlimme ist, man hat ja kaum noch Allgemeinbildung, man kriegt ja nichts mehr beigebracht. Wenn wir hier Titanic erwähnen, dann glauben ja viele, das ist ein Satiremagazin. Aber es geht sich jetzt tatsächlich um dieses Schiff hier. Und das ist halt RMS Titanic, Stapellauf, toll, super. Kannst du mal irgendwie die Pause-Taste drücken? Dann kann ich schon erstmal. Nee, das geht live nicht. Gut. Also noch ein Beweis dafür, dass es live ist. Ja, super. Ich meine, das war der 12. April, aber ich lege mich da jetzt deswegen nicht fest. Ich habe da ja ein Video drüber gemacht, da kannst du in der Zwischenzeit weitersuchen. Ja, von Bill Hughes in der Lesung, Bill Hughes, wie heißt das wieder da, Behind the Door, hinter der Tür. Das war eine Lesung in 55 Teilen, die Bill Hughes veröffentlicht hat zwischen 2001 und 2005. Übrigens 2001, er hat angefangen vor dem 11. September. Ja. Also und hat dann eine Lesung gemacht um den 11. September, rum, sehr interessant und sehr emotional. Und eine der ersten Folgen handelt über den Untergang der Titanic, der natürlich von den Jesuiten hingeleitet wurde. Der Kapitän der Titanic, der Captain Smith, der war ein Jesuiten-Koadjutator. Und der Provinzial von Irland war es, glaube ich, ist auf der Reise teilweise mit drauf. Genau, das Pater ist Pater Brown, hieß der, glaube ich, Pater, wenn ich ihn irre. Frank Brown, ja. Frank Brown. Ja, genau. Ja, Pater genau. Frank Brown hieß der. Und der hat das Schiff dann auf dem letzten Stopp, bevor es den Atlantik überkreuzt hat, dann verlassen. Und genau. Nachdem er noch die richtigen Instruktionen gegeben hat, also wer Englisch kann, der sollte sich die Sendung von Das Sinken der Titanic auf meinem Zweitkanal, Jonas War und Disinfo, ruhig mal anschauen von Bill Hughes. Ein sehr interessanter Teil. Aber bitte, Michael, zurück zu dir. Ja. Ja, ich will jetzt auch nicht weiter auf die Titanic eingehen, da gibt es noch unheimlich viel zu erzählen drüber. Da können wir ja mal eine separate Sendung über solche ganzen Sachen machen. Es ging mir jetzt darum, also 15. das Sterbedatum aller verstorbenen, ertrunkenen Passagiere ist 15. April 1912. Ah, 15. Und, okay. Ja, genau. Und deswegen hat wahrscheinlich der 13. da der 13. auch wieder eine Bedeutung. Aber das ist uns jetzt ja als bibeltreue Christen ja nun mal eigentlich völlig wurscht. Da wir gerade von bibeltreu reden, als besten Abschluss zu jeder Lesung kann man eigentlich nur sagen, was wir an weltlichen Dingen hier erzählen, hat einfach nur quasi den Beweischarakter dessen, dass sich das Wort auch heute noch erfüllt und dass die ganzen Geschehnisse, die in der Bibel beschrieben werden, heute immer noch aktuell und vielleicht sogar aktueller denn je sind. Und ich möchte halt die Lesung jetzt damit enden, um zu sagen, die Prophezeiung am Anfang dieses Videos hat ja tatsächlich sich erfüllt, denn ich habe ja am Anfang, glaube ich, so ähnlich gesagt wie, mal schauen, ob wir auch einen Bezug zur heutigen Zeit herstellen können. Und dann kam ja dann plötzlich der Sprung zu Fettes Brot und anderen Dingen, die dann noch jetzt zu Pass kamen.
Es geht letzten Endes darum, man kann sich unheimlich viel Zeit darauf verwenden, auf die Lügen dieser Welt, auf diese ganze jesuistische Spielweise, auf die Doppelzüngigkeit, die Hinterlist, die Doppelmoral und so weiter und so fort. Es geht letzten Endes darum, man kann das alles ganz gut demaskieren, wenn man die Wahrheit kennt. Dann lässt man sich nicht so schnell aufs Glatteis führen und dann ist man auch einfach dann geradeaus und ehrlich und dann ist auch ein Ja und ein Nein. Deswegen mein Aufruf an alle, so unterhaltsam Sendungen sind, so interessant Lesungen sind, es führt nichts dran vorbei, die Wahrheit selber für sich herzuleiten und zu erkennen und zu erfahren und im Wort zu stehen und geleitet zu werden durch Jesus Christus, in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist und durch das Studium der Bibel, am liebsten mit der Schlachter 2000 und wer des Englischen mächtig ist, dann mit der King James Bibel von 1611. Damit möchte ich schließen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Lest eure Bibel, Gott schütze euch und Maranatha.